darkness when there's no more light that you can see. Einfach weil ich so eine fette Masse habe und so große Schilde drin habe. Ach du heilige Scheiße. Also das Schiff habe ich extrem günstig gekriegt, weil normalerweise kostet das 100, nee, 208 Millionen. Und ich habe das einfach für 188 Millionen gekriegt. Hä, wo ist Kogiyatami, ne? Ich bin bei Dings und... Ach da, ich bin blind. Ich flieg drauf zu gerade. Du bist viel schneller als ich, das war unfair. Aber bei meinem Schiff ist das kein Wunder. Also ich habe eine Brücke mit drei Piloten sitzen. Also einer ist neben mir und hinter mir ist ein Funker sozusagen. Also hinter mir, hinten links ist so eine Art Funker. Ich habe noch einen Sitz neben mir. Ja, ich habe zwei. Einen links und einen hinter mir. Ja. Weißt du was? Der hinter mir guckt aber an die Wand. Das ist ein bisschen sinnlos für einen dritten Mann, der mitspielt. Aber er ist ja nur ein Funker, deswegen. Der muss ja darauf achten, dass gefunkt wird. Tun. Das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Weil der ist für die Ding für die Routenplanung zuständig. Okay. Nur so, in dem neuen Update, da habe ich gesehen, auch viele Grafik-Updates. Auf Planeten gibt es jetzt richtige Texturen, Steintexturen und so weiter, Reifenspuren, Staub und so weiter. Reifenspuren? Und, ja, wenn du rumfährst, Reifenspuren. Oder wenn du mit dem Schiff landest, dann Abdrücke von den Stützen. Ich bin dran vorbei. Ich sehe, du bist voll bei mir vorbeigerauscht. Guck mal, und das Geilste ist, die Pilotensitze haben sie überarbeitet. Die sehen so viel geiler aus in der neuen Version. Weil hier, wenn ich links neben mir sehe, gucke, dann sehe ich aber so ein Klotz als Sitz. Wie so ein Jet-Pilot mit Jordan-Sitz. Ja. Aber das neue Ding sieht so geil aus. Aerodynamisch, so wirklich bewegbar. Voll geil. Voll spicy. Muss ja irgendwie in einem Space-Game. Ja, die hier sehen voll altmodisch aus. Irgendwie so voll retro. Für die Zeit. Ich meine, das ist das Jahr 3300. Oder 3200. Space Taxi to the Sky. Ach nee, das war 2300. Ups, tut mir leid. Ich bin auch vorbeigeflogen, aber... Ha, ich hab's geschafft, ich bin erster mit Dropout. Das war gerade dumm, weil ich bin mit, ich hätte einfach nur Schuhhegel auf Null machen müssen, dann wäre ich nicht vorbeigeflogen. War gerade meine Schuld. Ich hab gerade zu lange mit Reden beschäftigt. Das passiert mir aber öfter. Wenn ich rede, dann konzentriere ich mich überhaupt nicht mehr. Und dann mache ich so Sachen wie jetzt gerade. Oh ja. Kennst du auch, gell? Ja. Ah, ich liebe den neuen Monitor. Ich werde ihn im Stream ausprobieren, weil der ist so schön breit. Da kann ich so viele schöne Fenster drauf packen. Einfach nur, weil der so breit ist. Das ist mit der Höhe ist mir so scheißegal gerade. Also, lass mich am besten landen, weil mein Landecomputer übernimmt jetzt. Nicht, dass du irgendwie in die Quere fliegst und nicht, dann, nicht dich Raum ist, wenn ich nicht intelligent. Ich glaube, ich mach dann eh keinen Mucks mehr. Das Gute ist aber, wenn ich jetzt Sicherheitsdienst sehe, einfach boosten, der ist tot. Ich zahle 400 Credits, mir egal, aber der ist weg. Ah, du Scheiße. Ich flieg mal gleich hinterher. Oh, ich flieg gerade rein. Ich hab ja gewartet. Ja. Und in der neuen Version, das sind auch im Cockpit Reflektionen. Das heißt, wenn du rumfliegst, dann reflektiert praktisch die Station in deinem Display, also in deiner Konsole. Ach du Scheiße. Das sieht so geil aus. Zumindest in dem Schiff, was ich gerade fliege, wo überall alles weiß ist, alles glänzt. Du bist bei 17, ich bei 13. Genau. Ich bin schön gerade an dir vorbei, weil ich nicht wollte, dass da irgendwas kaputt geht. Was macht dein Landecomputer wieder? Der steht hier dumm rum. Das übernehme ich gerade mal. Hab's kaputt gemacht. Bin stolz. So, jetzt musste ich den Stück runterfliegen, damit der Raffler landen soll. Also manchmal ist der Landecomputer echt dämlich. Ey, was macht mein Schiff gerade? Es will nicht landen. So, ich bin jetzt gelandet. Boah. Wo sind die Sachen hier? Das gibt jetzt nicht ganz so viel Geld. Ja gut, immer noch 256.000.
Und für mich? Siehst du oben. Ich denke mal, vielleicht unter 100.000. Vielleicht 50.000 oder so. Ich habe jetzt 191.000. Ich sehe es nicht. Dann geh mal auf Kontakte. Da steht Handelsdividende, wie viel du schon hast zum Abholen. Ich habe von der jetzt 398. Kontakte. 12.000. Na gut, das hast du jetzt gekriegt von mir. Aber dafür kriegst du über 100.000, wenn ich Sklaven abliefere. Das ist doch schon mal was. Scheiße. Das hier ist das, was ich gerade fliege. Wenn ich meinen Schildgenerator ausbaue, kann ich Warte. sieben. Was? Ich wollte doch noch. Ich bin zu dumm. Ich wollte noch was machen. Jetzt muss ich nochmal raus und nochmal rein. Ich wollte nämlich meine Waffen raus. Okay. Weil ich brauch die ja nicht. Na gut, aber du, bei dir wirst du behalten, weil die macht das nicht viel aus. Stimmt. Was ich gerade sagen wollte, was wollte ich gerade sagen? Ach so, das Schiff, was ich gerade fliege, wenn ich meinen Schildgenerator ausbauen würde, also komplett ausbauen würde, was ich natürlich nicht machen würde, dann hätte ich 792 Cargo-Raum. Also fast 800. Jetzt habe ich halt 720, aber gut, die 64 oder sowas. Reicht ja nicht. Ich meine, die Möglichkeit habe ich ja. Das ist so krank. Und nach dem Schiff hier kommt noch, Noch eins. Ach du Scheiße. ja, das ist noch nicht implementiert, es kommt irgendwann dieses Jahr. Es kann 1000 Cargo aufnehmen. Aber das, Kein Kommentar. aber davon der Preis will ich nicht wissen. Bestimmt 100 Millionen. Oder 100 Milliarden. Das, was ich gerade fliege, hat ja schon über 200 Millionen gekostet. Ach du Scheiße. Wahrscheinlich Ich denke wird mal es 500 Millionen oder so. dann so fett, dass man eine Docking Station außerhalb kriegt. Das wäre geil. Das wäre echt geil. So So richtig Special Edition, Alter, wie bei so. Star Trek, wo man so reinfliegt in so einen Torbogen, wo man einfach reinfliegt. Ja. Das wäre so geil. Allgemein, ich bin immer noch dafür, dass die Enterprise hier reinmoven sollen. Ja, was ich da gesehen habe Weil so unrealistisch ist das halt. an Zeichnungen. Oh, ich werde rausgezogen. Das ist mir. Alarminterrupt. Ja, ich werde rausgezogen. Aber ich akzeptiere einfach mal und fliehe einfach. Was ist das für einer? Eine Viper Mark 4. Kampfrang gefährlich. Ist mir doch egal, ich fliege einfach weg. Zack, tot. Ja, keine Massensperre, gar nichts. Einfach ganz normal laden und losfliegen. So, schon zählt er runter. Schießt er schon? Ja, der schießt schon. Merke ich gar nicht. Gut, weg bin ich. Wahrscheinlich dein Schild so fett, dass die Waffen sagen so, ich will da durch. Ich habe einen A6-Schildgenerator. Okay, ja, dann ist er fett. Ich könnte aber auch ein A8 einbauen oder A7, aber Na, acht. dann verliere ich aber 256 Laderaum. Audi A8. Schon wieder! Ja, der verfolgt mich. Ey, im Ernst, ich ramm den jetzt. So, da ist er. Und bumm. Ja, ich muss erstmal mich ausrichten, weil ich habe einen Wendekreis wie ein Stein. Ich brauche gar keine Energie auf Schilde zu machen, aber mach ich trotzdem, weil wenn ich ihn rammen will, zieht mir schon ein bisschen mehr ab. Aber nur ein bisschen. Warte. Space Taxi. Das wäre geil. Ja. Und dann auch noch mit diesen Dingern so beim Starten. Dass sie so, wenn man aus der Station rausfliegt, dass sie so nach vorne gehen und dann. Das wäre geil. Ich krieg den Panel nicht gerammt, weil er so schnell ist. Hau lieber ab. Okay, der ist viel wendiger als ich. Jetzt hat keine Chance, versuchen zu rammen. Wenn ich mich ge gewendet habe, ist er wieder hinter mir. Ja.
schon. Am besten wartest du auf mich, weil dann verkaufe ich wieder, dann kriegst du wieder Geld. Ja. Sonst ist es Verschwendung, weil sonst bist du weg und kriegst du gar nichts. Natürlich warte ich. Warum sollte ich nicht warten? Ja. Ich will Geld. Ich habe einfach über 50 verschiedene Sachen, wo ich Kopfgeld abholen kann. Aber diese kleinen Mistbeträge von 200 Credits zum Beispiel. Gib mir's! Alter, ich musste durch die ganze Galaxie fliegen, gefühlt. Weil ich überall war, um Handelsaufträge zu machen, um Rang zu steigern. Ich bin jetzt nämlich schon Herzog. Imperium Rang Herzog. Danach kommen noch zwei Ränge, da bin ich der höchste Rang. Oder drei Ränge. Scheiße. Aber Herzog brauchst du halt, um das Schiff hier zu kaufen. Wenn du die Beta spielst, immer, nur so, wenn du auch mal das Schiff fliegen willst, was ich gerade fliege, Okay. hast du die Möglichkeit, wenn du die Beta spielst, weil du hast du auch Zugriff drauf, einfach mal runterladen und dann kannst du das Schiff, was ich gerade fliege, für 20 Millionen kaufen. Das geht eigentlich, wenn wir so weiter handeln, dann hast du das Geld. Nee, du musst mir in der Beta handeln, egal. Ja, das ist nicht ein anderer Account. Und also 20 Millionen kostet die da. Und du kannst dann das Schiff auch ausrüsten, weil die Ausrüstung kostet nicht viel. Okay, ja, das ist praktisch. Kannst du theoretisch da testen. So habe ich praktisch damals auch meine Anaconda getestet. Als Horizons rauskam, habe ich die Horizons Beta gespielt und da habe ich die Anaconda Test geflogen. Die hat mir so gut gefallen, dass ich mir die später gekauft habe und da bin ich verreckt, habe sie verloren. Das war toll. Ja, sehr toll. Egal, jetzt ist die Anaconda Nebensache. Wenn ich das Ding hier hab. Ich Einfach glaube, doppelt dann so ist groß wie. alles Nebensache. Stimmt. Selbst die Federal Corvette, also das größte föderale Schiff, ist auch nicht so groß wie der hier. Hat auch Masse unter 1000. Ich habe 1400 Masse. Nur so, wenn ich dich mir irgendwann betanken sollte, ja, und du wegfliegen willst, dann muss ich zuerst springen, weil sonst hast du keine Chance wegzukommen. Sonst dauert es Jahre, bis du wegkommst. Weil ich glaube, dann wird das mit der Faktor unter 20-fach reduziert oder so. Oder noch mehr. Respekt. Das Einzige, was mehr Masse hat als ich, ist eine Station. Warum auch? Okay, 14.000. Ach nee. Hey, 255.000 habe ich jetzt. Ich warte mal auf dich, solange gucke ich mir Schiffe an. Eagle. Was macht der Ländercomputer? Ich bin genau auf der Rückseite von dem Eingang, also auf der anderen Seite, und der fliegt mich. Achso, der macht einen großen Bogen. Sicherheitsabstand, okay. Verstehe ich, Marker verstehe ich. Enter 4. Bei meinem Schiff auch mal abstimmt. Type 6, 1 Million. Auf die Tab 7. Und wo finde ich die? Wir sind gerade in Maralang, nee, in Uruwein sind wir gerade. In Maralang gibt's die. Type 6 Frachtkapazität 50 Tonnen. 1 Million kostet die. Also die Typ 6 ist gut, um anzufangen zu sparen für die Typ 7. Aber mit der Typ 7 hast du halt das Doppelte. Okay. Die ist zwar nicht so wendig wie die Typ 6 und nicht so schnell, aber hat dafür sehr viel Laderaum. Und da kannst du locker einen Landecomputer einbauen, da verlierst du nur viel Laderaum. Okay. Also Hier muss ich sinnvoll, wieder ja. Maritim kaufen, ne? Ja. Maritim! Aber ich glaube, ich gucke mir die Type 7 mal an. Dann gucken. Warte. Ja, gut. So. Kostet aber 17 Millionen. Und wie viel Frachtkapazität hat die? Ich glaube 212. Wenn du einen Schildgenerator drin hast und Landeassistent. Hä, wieso fliegst du jetzt gerade rein? Ja, ich flieg gerade rein. Erst. Ja, ich war auf der Rückseite. Sollte ich da nicht nochmal landen, um das Zeug zu kriegen? Nee, du musst nur in der Nähe der Station sein. Du kannst doch draußen stehen. Ach so, okay. Kannst schon mal rausfliegen.
kriegst Geld trotzdem. Du musst nur innerhalb der Massensperre sein und innerhalb von dem waffenfreien Zone. Von dem waffenfreien Zone, genau. Von der. Ich habe Deutsch gelernt bei Aldi. Ich auch. Ja, Tüte Deutsch gekauft beim Angebot. Wenn er den Warenmarkt mal laden würde. Mein Internet ist gerade wieder sehr gut. Oh. Oh, jetzt hat er ihn geladen.